Ich will zwei Beispiele aus dem Programm der AfD nennen, die auf dem Parteitag diskutiert wurden und ja nur sehr knapp jeweils entschieden worden sind. Die Debatte um eine Mitgliedschaft in der NATO, dem westlichen Verteidigungsbündnis. Der zweite Punkt ist der Austritt aus dem Euro oder gar die Auflösung der Europäischen Union, eine Neugründung in einer veränderten EWG. All das sind Debatten und Meinungen, die es in der Union so nicht gibt. Für Christdemokraten ist ganz klar, wir sind Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses. Wir wollen als Deutsche Teil der NATO, Teil der freien Welt sein. Und wir wissen als Christdemokraten, dass es deutsche Einheit und die Einheit unseres Vaterlandes ohne europäische Einigung nie gegeben hätte. Und deswegen haben wir eine Verantwortung als Deutsche für Europa, in Europa. Das gilt seit Konrad Adenauer über Helmut Kohl bis Angela Merkel. Und daran können Sie schon erkennen, dass das, was die AfD dort diskutiert hat, nie Gegenstand inhaltlicher Überzeugungen der CDU war. Also auch da sieht man, es ist nicht Fleisch von unserem Fleische, sondern es ist etwas Eigenes, etwas Reaktionäres, was es so in dieser Republik nie gegeben hat. Und ich persönlich stehe auch hier, weil ich will, dass diese Republik so bleibt, wie sie ist und nicht eine Republik wird, die es so nie gab, eine, die nach gestern schaut, sondern Deutschland muss nach vorne schauen.